Gesundheitsminister Karl Lauterbach will die Corona-bedingten Einreiseregeln über den Sommer lockern. Bis Ende August setzen wir die 3G-Regel bei der Einreise aus, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ab dem 1. Juni müssen Reiserückkehrer und andere Einreisende dann nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind. Bis 31. Mai schreibt die Einreiseverordnung noch einen 3G-Nachweis für alle Personen über 12 Jahre vor. Für Einreisende aus Virusvariantengebieten gelten strengere Regeln. Sie müssen nach der Ankunft in Deutschland in eine 14-tägige Quarantäne, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Diese Regelung soll zunächst beibehalten werden. Wenn solche Gebiete definiert werden, müssen Einreisende in Quarantäne, erklärte Lauterbach. Auch bei niedrigeren Inzidenzen im Sommer müssen wir bei einer globalen Pandemie vorsichtig bleiben.